Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Hitman Bluff Money. Da hat man es gerade rechts gesehen. Scheinbar wurde die Ware gerade abgeliefert. Jetzt bin ich mal gespannt, was die als nächstes machen. Ja, scheiß auf normale Begrüßung, ne? Ja, letztes Mal, was haben wir gemacht? Diese Mission gestartet. Toll. Hilft nicht viel, diesen Part zu sehen, wenn man ihn davor nicht gesehen hat. Eigentlich. Auf der Karte sieht es aus, als würden sie gerade wirklich genau ineinander stehen. Was grafikbugtechnisch auch funktionieren könnte, ne? Scheint gerade sonst nichts zu passieren. Okay, dann mache ich jetzt meinen Plan vom letzten Mal. Ich werde immer mal wieder auf die Karte jetzt gucken und zu beobachten, dass die beiden weitermachen. Ob die jetzt sich vielleicht dann doch gleich mal dazu entscheiden, woanders hinzugehen. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal gucken, ob unten in der Garage noch irgendwas ist, was mir helfen könnte. Garage. Hier wäre schon mal nichts. Die Garage ist auch wirklich oben. Ja. Scheiße, da bewegt sich gerade echt einer von beiden. Verdammt, welcher ist das jetzt? Das ist wahrscheinlich sie. Wenn sie wieder in diese Richtung geht. Wir sind wieder unten. So, ich sehe gerade, da ist noch ein Ort markiert. Das wäre hier. Hier? Anzug, Gast, Himmel. Oh, das habe ich nicht gesehen. Was bringt mir der denn? Ach, das ist wahrscheinlich... lass mich raten, das ist sowas wie ein VIP-Anzug. Sie haben wohl den falschen Aufzug erwischt. Ah, jetzt verstehe ich's. Oh, jetzt verstehe ich's. Hey, haltet ihn auf! Ihr könnt schon mal am Arsch. Ihr wolltet mich nicht durchsuchen, dann beschwert euch doch auch nicht. Meine Fresse, ich hasse das manchmal. Oh, das ergibt natürlich so mega Sinn, weil Himmel und Hölle. Als Gast Hölle komme ich nach unten ins Untergeschoss, als Gast Himmel komme ich nach oben. Okay, hier müsste ich eigentlich mal meine Waffen abgeben, das ist natürlich gut zu wissen. Und jetzt bin ich im Obergeschoss, genau. Wunderbar. Die Frage ist, ob die Gastgeberin mal hochkommt. Ich bin weiterhin da komplett rot unten gesucht, aber scheinbar scherzt keine Sau. Ja, die beiden hängen jetzt da in den Räumen ab. Komplett andere Architektur, komplett andere Musik. Okay, das Outfit ist ein bisschen komisch. Aber was soll's. Wie dich könnte ich mich gewöhnen. Hier auch, der Kellner, schon wieder fleißig im Saufen. Und, amüsieren Sie sich, Sir? Bisher ja. Viele schöne Frauen, hm? Schon die Sängerin in der Lounge gesehen? Die ist heiß. Nur singen kann sie nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Oh ja, wir hatten eine gute Sängerin gebucht. Aber die hatte gestern einen Unfall und wir brauchten schnell Ersatz. Ach was. Die hier kann zwar nicht singen und macht alle 5 Minuten eine Pause, aber wen kümmert's? Bei einem Hingucker wie der nimmt man, was man kriegen kann. Ich werd's mir merken. Faszinierend. Faszinierend. Hilft mir das, muss irgendwas hier oben zu sein? Wahrscheinlich darf ich in die meisten Räume auch nicht rein, oder? Hier darf man noch hin. Hier darf ich hier durch. Kein Zutritt, okay? Und jetzt verschwinde. Kann man noch ein bisschen freundlicher sagen, Mann. Entspann dich. Der wichtige Hinweis war meiner Sicht nach, sie macht alle 5 Minuten Pause. Darf ich hier hinten rein, ohne erschossen zu werden? Scheinbar ja, weil den Typen stört es nicht. Hier? Sind wir zurück. Was ist hier? Küche. Okay. Da brauche ich wahrscheinlich... Doch, da will ich eigentlich rein. Hm, Küche würde ich gerne rein. Küche ist immer gut. Badezimmer. Auch sehr gut für uns. Mülleimer? Sonst nichts Besonderes. Okay. Die Küche würde mich interessieren. Wo ist der Typ hin? Achso, in der Küche. Hm, okay.
In der Küche würde ich mich sogar echt gerne mal umsehen, weil da gibt es bestimmt irgendwas Nützliches für uns. Stuff. Problem gelöst. Das könnte man sogar wirklich so machen. Dass ich mich als R ausgebe. Ist ja was Interessantes. Sie haben hier nichts verloren. Ich will mich immer nur umsehen, verdammt. In dem Raum da hinten gibt es eigentlich was Interessantes. Und hier ist der Ofen. Ach nee, das ist so ein Essenslift oder wie man das nennen soll. Das ist doch interessant. Ja, ich weiß, ich erschieß gerade wieder alle in der Hand. Damit könnte ich Waffen nach unten schmuggeln. Wenn ich denn unten Zutritt zur Küche erhalte, was ja irgendwie das Problem ist, weil die müsste... Genau, die wäre dann hier, wo das Ausrufezeichen ist. Aber das ist interessant. Ich will übrigens eigentlich die ganze Zeit meine Eagle benutzen und habe nur leider aus Versehen die falsche Waffe genommen. Okay, könnte ich hier irgendwas aufnehmen? Ja, ein Fleischer, aber halt, toll. Irgendwas, um eine Waffe drin zu verstecken? Schätzungsweise nichts. Nee, schade. Aber sehr interessant. Okay, passt auf, dann klaue ich mir jetzt mal kurz den Personalanzug. Oh, ich weiß, was funktionieren könnte. Und zwar, wenn ich unbemerkt hier reinkomme, könnte ich darin natürlich den Kochplatt machen. Komme ich als Koch nach unten. Hier ist meine Leiter. Die führt wahrscheinlich zur Atriumterrasse. Sieht irgendwie ganz nett aus. Ist nur für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu sehr auf Kirche gemacht. Na guck mal, hier wäre ein Sniper. Oh, oder ich kann einfach durchklettern. Ist das jetzt... Wo zur Hölle bin ich hier? Da ist ein schöner Fahrstuhl. Nee, das bringt mir nichts. Hier wollte ich auch eigentlich überhaupt nicht hin. Muss mal da durchgehen, 47. Hallo. Ja, das geht aus, solange du mir dabei nicht stirbst. Ich bin die Singerei Light. Es hört doch sowieso niemand zu. Soll ich dir zeigen, was ich noch alles kann? Das macht mich jetzt ein bisschen... Zum einen macht es mich ein bisschen stutzig, dass du das so plötzlich dem Koch anbietest, aber okay. Von mir aus. Bring dich um. Ich will mich da nur in Ruhe umsehen. Das hier ist ein Büro. Fuck. Gewehrkoffer? Interessant. Und hier ist der Laptop mit den Daten, die ich brauche. Interessant, ob das keiner erst bemerkt hat. Sie ist auch plötzlich ein Ziel geworden. Eve. So. Passend. Okay. Stilett. Stilvoll. Eagle? Wieso hat sie eine Eagle dabei? Benutzt sie vor allem nicht. Und wieso hat sie noch ein Stilett dabei? Ach, wen interessiert es. Okay, hier hätten wir auf jeden Fall die Daten, die wir brauchen. Die lasse ich jetzt mal hier liegen. Ach, was ist scheiß drauf. Wenn ich es schaffe, mache ich die Mission jetzt sogar so zu Ende, weil ich habe eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was ich tun soll. Die Infos haben wir auch. Habe ich. Hä? Und nicht? Infos sammeln, ja, habe ich. Wieso ist es dann hier nicht abgehakt? Also, sicherstellen? Die sind ja... Achso, das ist wahrscheinlich noch irgendwas anderes Wichtiges. Na gut. Spinne hier, letzte auf ihre Beute. Letzte Tür, ja schön. Okay, soweit, so gut. Denke ich mal. Ach warte, jetzt will ich kurz was ausprobieren. Wir haben ja ganz viel Stuff hier. Kurzzeit hier Gesundheit. Kann ich damit jetzt? Yo, ich kann mich heilen. Wie geil ist das denn? Nice.
brauchen wir den MP5. Ah, die ist doch die beste Waffe, die ich gerade habe. Nice, ich glaube, ich will dich damit heilen. Das ist geil. Sie hat doch die Tür aufgemacht. Wieso ist... Ach, I don't care. okay. Nächste Idee. Habe ich keine. Was machen wir jetzt? Ja, gut, jemand hat die Leiche des Kors gefunden. Super. Wieso liegt da ein gelber Leichnam? Achso, der aus dem Klo. Ja, stimmt, die bringen die Leichen ja gerne weg. Das Dumme ist, ich weiß nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Folgendes, ich speichere hier mal. Die Speicherplätze werden ja sowieso nicht übernommen, falls ich die Mission neu starte. Oh, wie gesagt, wenn ich derzeit echt nicht weiß, ob ich das machen sollte oder nicht. So, und jetzt versuche ich mal wieder nach unten zu kommen. Ob ich als Koch nach unten darf. Ich vermute irgendwie, dass es nicht geht. Sollten wir uns nicht alle als Engel verkleiden? Aber ich wüsste noch nicht, was ich sonst machen soll. Es war faszinierend, wie viele Gegner es in dieser Mission gibt. Also Ziele, die uns nicht genannt werden. Klar, Garage. So, darf ich als Koch nach unten? Zu den anderen quasi. Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist, ich wüsste doch nicht wirklich, wie ich... Also hier oben halte ich es für relativ einfach, was ich machen kann und was ich vermutlich auch machen soll. Als Anzug, als Gasthimmel komme ich ja sehr, sehr schnell und einfach nach oben. Das Problem liegt echt darin, dass ich... nett, weil die Wachen sind, kann man ja natürlich niemand mehr nicht suchen. Also den Anzug des Himmelstypen kriege ich ja sehr schnell und komme damit einfach nach oben. Klar, ich komme auch einfach nach unten, wenn ich mit dem von den anderen Typen hole. Das Problem ist nur, dass ich hier unten nicht sehe, wie ich weiterkomme und auch oben wäre ich mir nicht ganz... Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger! Ich hab's nicht. Ey! Arschlöcher! Kommt natürlich gerade ein Gast an, der entdeckt noch natürlich die Leiche. Und da kommen auch die ganzen anderen Typen an. Ich bin wieder oben. Muss doch echt nicht sein. Da will man sich mal in Ruhe überall umgucken. Raus hier, Mann! Oder willst du unbedingt Ärger? Das sind mehr Leichen, als ich mich daran erinnern kann. Die beiden sind immer noch da. Das gibt's doch nicht. Mach ich nie weiter. Okay, pass auf, ich gehe nochmal nach unten. Bei dem, was jetzt schon passiert ist, kann ich sie auch genauso gut eigentlich alle umbringen. Ich will mich hier unten in Ruhe umsehen. Und das bedeutet, dass ich genau weiß, was ich jetzt machen werde, und zwar was Saudummes. Fuck, wieso kommt mir da gerade so ein ganzer Pulk entgegen? Das ist schlecht. Jetzt natürlich nicht alles erschießen. Nicht ganz. Oh, ich habe eine Idee. Ja, ich wollte sowieso gerade nach oben. Dankeschön. Raus hier, Mann. Oder willst du unbedingt Ärger? Ja, will ich. Ach, der hat meinen Silberbell, das ist ja geil. Ich will nur was ausprobieren. Viel besser als alles andere. So, zum Ofen. Unterschuss. So, jetzt darf ich mich ja unten frei bewegen. Da kann ich mir zumindest mal ansehen, wie es in dieser Mission überhaupt, also was das sonst noch ist. Das Problem ist nur, dass ich echt nicht sehe, wie ich in die Privatgemächer, wie auch immer ich das jetzt soll, reinkomme. Und ich kann mich frei bewegen. Da habe ich die Fotokammer. Da sind die Gemächer. Privaträume. Hier steht jetzt zufällig gerade keine Wache vor. Das könnte doch daran liegen, dass ich sie alle erschossen habe.
Was haben wir hier? Fisch. Sieht zumindest noch Fisch aus. Ziemlich großer Fisch. Und eine Wache. Ist das die Küche hier oder ist das mein Bett? Kein Sassenschein. Ah, sie ist hier. Könnte doch Probleme geben, wenn ich sie hier umlegen will. Lassen wir mal lieber. Den Raum verfolgen, wo die beide zusammen sind und sie dann wahrscheinlich beide umlegen. Hier ist ziemlich viel Platz. Was haben wir denn da hinten? Die Tür wird mir auch markiert. Ach, guck mal an. Hier haben wir nämlich Küchenschacht. Da könnte man eine Waffe rein platzieren. Und hier könnte ich eine Waffe aus dem Untergeschoss holen. Ja, aus dem Obergeschoss. Oder auch von unten nach oben. Beides möglich. Tendenziell eher von unten nach oben. Wenn ich oben dann als Koch verkleiden könnte. Da hätte ich eine Waffe, um Eve zu bekämpfen, weil das muss ich so oder so machen. Da ich auf jeden Fall... Oh, was ist das hier? Faszinierend. Da ich ja auf jeden Fall an den Laptop ran muss. Da muss ich so... Was ist das hier? Projektor einschalten. Ach! Meine an. Jackpot! Okay, also aus dem Raum kann ich sie beide ohne Probleme ausschalten. Hervorragend. Das ist doch alles, was ich wollte. Und das wäre hier hinter, ja? Nee. Achso, das war jetzt von da und da ist da die Tür. Wofür diese Treppe? Ach, die Treppe führt dann wahrscheinlich. Oh, bis ins Obergeschoss? Könnte sogar sein. Und dazwischen ist wahrscheinlich das Atrium, ja. Soweit sinnvoll. Genau, von da kann ich rein. Das ergibt alles Sinn, würde ich mal sagen. Ich verstehe nur immer noch nicht, wie ich das weiter angehen sollte, weil okay, ich kann den Typen umbringen da drin. Mein Ziel quasi. Dadurch habe ich hier drin Waffen. Nämlich eine Desert Eagle, eine MP7 oder wie hieß und eine MP5. Schön, die könnte ich... Nee. Das Problem ist, vor dieser Tür steht doch irgendwie immer eine Wache. Okay, ich stelle jetzt meine Theorie... Ich glaube, ich lasse die Mission jetzt einfach so, weil ich, wie gesagt, nicht wirklich weiß, was ich hier machen soll. Ich würde wahrscheinlich reingehen in die Hölle. Also schon nach unten. Den Typen platt machen. Was hat er überhaupt hier gesucht? Wahrscheinlich uns. Okay, könnte sein. Wenn der tot ist, könnte man die Waffen nehmen. Gucken, dass man irgendwann in einem ungesehenen Moment, den gibt es bestimmt mal, hier reinkommt. Und dann bis hinten in den Raum hier durchrennt. Wobei vielleicht nicht ganz in den Raum. Muss man gucken, vielleicht kann man hier in der Treppe... zwischenzeitlich untertauchen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich durch diese Tür kommen würde. Falls ich da durchkomme, würde ich versuchen, bis hierhin zu kommen, den Typen umzulegen, seine Leiche in diesem Raum zu verstecken, die beiden zu erschießen. Das dürfte soweit funktionieren, falls ich hier reinkomme. Da liegt irgendwie so das Problem. Dann würde ich die Waffen nach unten schicken. Oder halt also eine der Waffen würde man dann nach unten schicken in die Küche. Und geht wieder in die Garage, nach oben schicken in dem Fall. Man geht in die Garage, holt sich das andere Kostüm, fährt nach oben. Krallt sich dann in der Küche. Ja, woher kommt man einfach in die Küche? Ist die Frage. Doch, klar, in die Küche komme ich rein. Krall ich mir das Kostüm des Kochs, hol mir meine Waffen, lege Eve um und ja, dann habe ich es eigentlich schon geschafft. Dann hole ich mir die Information vom Laptop und kann fliehen. Das würde soweit funktionieren. Das Problem ist echt diese Stelle, dass ich irgendwie in diesen Bereich kommen muss, damit dieser Plan funktioniert. Und da habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Weil die Wache steht hier, glaube ich, immer. Oder ich brauche vorher echt irgendeine andere Verkleidung, von der ich nicht weiß, welche es ist und wo ich sie herkriegen soll. Kein Schimmer. Überhaupt kein Schimmer.
Ich bin falsch. Ich gerade wieder rausgehen. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht erklären. Wie ich da wirklich weiterkommen soll. Weil mit dem Anzug der Wachen zum Beispiel würde ich auch nicht vorankommen. Das war... Ich gucke jetzt mal, was das Ergebnis von der ganzen Mission ist. Ich schätze mal... Eigentlich mittelmäßig. Also wir haben halt sau viele Leute umgebracht, die gar nicht hätten sterben müssen, auch zu großen Teilen. Den Wachmann da hinten hätte ich verschonen können, den anderen da auch. Ich habe mal eine Igel wieder, das freut mich eigentlich schon. Aber alles in allem, die beiden hier zum Beispiel hätte ich nicht umleben müssen. Das war Quatsch. Wo war überhaupt mein Ausgang? Der war hier unten, genau bei den Autos. Ich bin falsch. Das finde ich zum Beispiel auch gut, dass man hier nicht wieder raus muss. Also kann ich mir hier wahrscheinlich ein Auto nehmen. Weiß nicht, kann ich den Kombi haben? Oder die, was ist das, eine Limousine? Ja, hier fliehen. Jetzt bin ich mal auf die Bewertung gespannt. Viel zu viele Leichen eigentlich. Hey, Simon! Oh, hey! Ich bin's. Au, oh, stopp! Ich bin's, alles cool, aufhören! Was machen Sie hier? Ganz ruhig, bitte! Sie sind meine einzige Hoffnung, die letzte. Ihre einzige Hoffnung? Wofür? Sie wollen den Präsidenten töten. Er will das Klonen legalisieren, Ihre Pläne durchkreuzen. Wer sind Sie? Na, Sie! Die haben schon ein Klonprogramm. Wollen die Technologie für sich selbst. Sollen Sie sie haben? Politik interessiert mich nicht. Sagen Sie mir nur einen Grund, warum ich Sie jetzt nicht töten sollte. Ich habe Millionen Diamanten in den roten Koffern. Die sind Millionen wert. Nehmen Sie sie. Was soll ich tun? Sie wollen den Präsidenten in 3 Tagen im Weißen Haus töten. Beschützen Sie ihn und schicken Sie die Attentäter ins Jenseits. Zeigen Sie mir das Geld. Gott sei Dank. Hier, den Rest bekommen Sie, wenn alles vorbei ist. Was sagen Sie? Ich melde mich bei Ihnen. Dann sage ich Ihnen, wie Sie mir vorab den Rest des Geldes und die Auftragsdetails zukommen lassen können. Aber wie kann ich sicher sein? Wenn Sie clever sind, übernehme ich den Job. Andernfalls brauchen Sie das Geld nicht mehr. Kommt mir das nur so vor, oder ist die Cutscenes manchmal ein bisschen leise? Vielleicht ist es bei mir einfach nur ein bisschen zu leise. War das der Agent, den wir befreit haben? Mehrfach. Ach du Scheiße, abgefeuerte Schüsse 76. Treffer immerhin 46 davon, 30 ging daneben, super. Ein Magazin, quasi. Von den Leichen 6, das war leider das Problem. Aber nur Zeugen. Terrorist. Labinett. Und... Ja, zumindest haben wir noch eine halbe... ziemlich viel Geld hier, 500.000 dabei noch gemacht, ne? Terrorist, yay, wieder eine neue Bewertung. Ach, komm hier. Ich glaube, ich lasse das jetzt so, weil... Ja. Was sind manchmal die Zahlen dabei? Deswegen... Bla 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 bla. Weiter 14 Toten. Finde ich ganz nett, dass man das mit der Dings so gemacht hat. Mit der Zeitung. Finde ich eine nette Idee. Das fällt mir jetzt erst auf. Kann es sein, dass die Zeitung hier auch so in den anderen Sachen, die man sieht, immer wieder auch so die nächsten Missionen anteasert? Interessant. Alles klar. Wie hätte man diese Mission besser machen können? Ich komme wirklich nicht so richtig drauf. Wie gesagt, ich hätte einen Plan, wenn ich in diesen scheiß Raum reinkomme. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Oh, doch. Eine Idee habe ich gerade. Das fällt mir natürlich jetzt wieder ein.
Wir haben eine Münze, mit der man Wachen ablenken kann. Die vergesse ich irgendwie immer. Das hätte damit funktioniert. Vielleicht hätte es damit funktioniert. Das hätte ich mal versuchen sollen. Ja gut, aber schön. Ich denke, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Das nächste ist dann aber die letzte Mission, ziemlich sicher. Die wird wahrscheinlich äußerst schwierig und mal gucken, wie wir das anstellen. Und mal sehen, wie diesmal die Einsatzbesprechung aussieht. Denn die Agentur hat ja nichts mehr damit zu tun, wie es scheint. Bin ich mal gespannt, wie jetzt dann die letzte Mission aussehen soll. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.